finde cool, dass Bottas Dritter ist. Der hat den durch einen Undercut überholt, den Hamilton. Stimmt. Das bringt halt trotzdem nichts. In der Konstrukteursmeisterschaft nichts, aber in der Fahrermeisterschaft? Ja, für mich da schon. Ist es ja. Für dich oh, gut. Stimmt. Ich habe ja 17 Punkte noch. Stimmt, wenn ich hier 25 fahre, 25 bekommt der Erste, ne? Ja. Wenn ich hier 25 fahre und er nur auf 4 ist, ist echt richtig gut. Gelber Sektor, was ist da los? Der ist auch gerade. Oh, ich glaube, Bottas ist raus. Ja, bitte, bitte, bitte. Bitte. Yes, Leute, ich jubel einfach schon mal. Ja, Bottas ist raus. Jawoll. Oh, fuck, dadurch habe ich mich gerade voll verbremst, weil ich die ganze Zeit auf die Karte geguckt habe. Kein Problem, das ist egal. Das macht echt nichts aus. Hamilton hat aber auch gelb, also da musst du auf jeden Fall im Boxenstopp rausfahren zu Hamilton. Ja, das schaffe ich immer. Und dann das passt die Sache. Das ist nur Problemo. Boah, das ist echt gut. Bottas raus. Das ist ultra gut. Konstrukteur? Fragezeichen. Bin gespannt, wie viel wir dadurch jetzt aufholen. Wenn wir so weiterfahren. Das muss erstmal geschehen. Ja. Ich fahre mir jetzt erstmal mein Auto leer, indem ich auf Fett fahre die ganze Zeit. Also für die Fahrermeisterschaft reicht es, wenn du immer Erster wirst. Da sind die 17 Punkte. Ja, das denke ich schon. Ja, wow, aber immer. Ja, ist ja, ja voll easy, ne? Ja, das ist easy. Vier Rennen. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch, wenn ich dann noch Schützenhilfe leiste, mit immer Zweiter Platz werden. Das wäre dann perfekt. Das wäre echt perfekt. Am besten wäre es, wenn Hamilton jetzt auch noch rausfliegt. Das wäre gut, ja. Dann haben wir erstens, hätte ich dann den Fahrerding, hätte ich schon eingeholt. Ja, und dann hätten wir so 100 Kilometer Abstand zum dritten Platz. Ja, das auch, aber ich meine jetzt so von den Punkten her, von der Rangliste. Ja. Das wäre halt das Beste. Das würde so viel bringen. Konstrukteur wäre dann wieder ultra, wenn die beide keine Punkte holen, Junge. Dann lebt die Chance noch. Dann würden wir einfach 42 Punkte, glaube ich. Ja, ne, 43. 43 Punkte aufholen. Na, von einem Rennen. Ja, doch, ja. Das wäre der Hammer. Das wäre der Shit. Das wäre echt krass. Dann wäre es echt so nah, Leute. So nah wäre das. Aber jetzt erstmal hier als Erster und Zweiter fertig fahren, bevor wir hier fantasieren. Wir wollen eine alternative Strategie anbieten. Was für eine? Zwei Runden früher reinkommen. Ich bin eine Runde später doch auf Lila gewechselt. Was wollen die denn jetzt? Nein. Aber ich hatte keinen Überrunder, das finde ich gut. Also ich überrunde gerade einen. Oh, bitte ist das nicht Bottas. Einer ist gerade an der Box. Wehe, das ist Bottas. Der fährt noch, das wäre so dumm. Nee, das glaube ich nicht. Der stand da so lange rum, ist glaube ich despawned dann irgendwann. Ich hoffe es. Aber wer ist das? Wehrlein oder Eriksen oder irgend so ein anderer Bongo. Als ob der so weit weg ist von den anderen. Ja, selbst... Ja, du bist ja gleich hinter ihm, dann sagst du es mir. Oh, stimmt. Ich habe ihn an der Box überholt, zum Glück. Also ich hatte lange keine Überrunder mehr. Aber selbst wenn Bottas 20. wäre, das würde ja... Ja, ich weiß nicht. Hoffe nicht. Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich hatte im letzten Rennen auch keine Überrunder und alles. Das ist eigentlich ganz angenehm gewesen immer. Das wird irgendein anderer Kollege Karl-Heinz sein. Hat wieder jemanden gelbe Flagge. Stimmt, Alter, das ist Hamilton. Bitte. Nee, das kann nicht Hamilton sein, oder? Doch, das ist Hamilton. Ist das Hamilton? Das ist Hamilton. Bitte, flieg einfach raus, komm, das wäre so das Geilste ever. Das, Junge, bitte. Ich kann es noch nicht glauben. Ich fahre gerade langsamer, weil ich immer auf die Karte gucke. Ich kann es nicht glauben, dass das Hamilton auch ist. Auch schlecht. Das muss Hamilton sein. Aber noch wurde er nicht überholt. Deswegen, das muss Hamilton sein. Es ist Hamilton.
Perez ist jetzt. Alter, what the fuck? Ja, beide Leute. Mercedes. Und der vor mir ist auch kein Mercedes, ist nicht Bottas. Also beide Mercedes sind raus. Beide Mercedes raus. Leute, wir haben das. Wir haben gerade Glück. Einmal Glück, mal wieder. Einmal, mal wieder. Ne, wir haben what mal Glück. What the fuck? Jawohl, Leute. Das ist doch mal mega geil gerade. Das ist ja richtig nice. Das ist echt krass. Das ist geil. Bin bei der gelben Flagge gerade. Und er ist die Spawn. Danke. Ich konnte nicht gucken, wer es ist, aber es war safe Hamilton. Ja, muss ja. Ja, oh mein Gott, Alter. Bitte, wir müssen das als Erster und Zweiter fahren. Das muss jetzt geschehen. Ich glaube, da kann uns nicht mehr so viel was wegnehmen. Naja, außer die sind mal einer, schon echt weit weg. Ja. Nur wenn man sein Auto kaputt macht. Also selbst ein Frontflügel. 48 Sekunden ist der Abstand. Ich habe eine Minute auf Perez. Junge. Also nur. Mercedes war echt Auto auch machen. Voll weit weg einfach von den anderen. Das ist immer so krass. Ja. Ich bin direkt hinter Wehrlein jetzt. Unser Freund. Nächste Runde gehe ich an die Box. Okay, dann wirst du nicht überrunden müssen. Zumindest jetzt nicht. Junge, das ist so ein Spaß, der Typ, ne? Ja, er zieht. Weißt du, ich will ihn rechts überholen. Was macht er? Da ist die Ideallinie. Er zieht erstmal vor mir einfach von links nach rechts rüber. Weil meine Reifen sind eigentlich noch so gut. Ich kann auch übernächst. Ich glaube, ich gehe übernächste. Muss ich weniger auf Rot fahren. Ist auch ganz angenehm. Bin jetzt sowieso ja, wenn eine die noch Runde gut sind. Ja, die sind noch okay. Ich bin ja sowieso eine Runde später auf die Lila hier gewechselt. Das heißt, ich kann sogar zwei länger draußen bleiben, aber das macht dann mit Rot eigentlich auch keinen Sinn. Also ich bin, ich rutsch mit den Gelben halt wirklich sehr, sehr wenig. Also viel weniger als mit den lilanen Reifen. Die sind halt bloß ein bisschen langsamer, weil es halt gelb ist. Aber das ist ultra krass, wie scheiße die lila Reifen vorhin waren. Oh, du kommst jetzt aber dann an Wehrlein ran, wenn du noch ein bisschen brauchst. Das stimmt. Ja, ich werde so an die Box gehen, dass ich ihn nicht überrunden muss. Ja, dann musst du jetzt diese Runde gehen, glaube ich. Das stimmt. Weil sonst musst du den nächsten überrunden. Mussten ja fast diese schon überrunden, das wird crazy. Ich komme jetzt bald richtig an die Überrunde ran, weil die sind gleich alle vor mir, weil die haben nicht so viel Abstand untereinander. Boah, das ist ja echt, wir haben davon geträumt. Das ist die Wahrheit jetzt. Ja, beide Mercedes raus. Und das hätte ich nie geglaubt. Und ein Force Alter. India ist auf Platz 3. Das, ja, ist, das ja, ist egal. Aber. Naja, doch, für mich, dass Red Bull weniger Punkte bekommt, das ist gut. Ach stimmt, wegen Red Bull, weil du hast ja noch nicht überholt. Ja, ja, ich will ja Red Bull einholen, beziehungsweise überholen. Ich will ja auf Platz 4 am Ende sein. Stimmt. Junge, Junge, ist das krank. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Schwitzgard, Leute. Oh Gott. Also fährst ja, okay. Du diese. Ja, ich fahre jetzt in die Box. Okay, dann hast du wieder freie Bahn auf jeden Fall, das ist gut. Angenehm. Perez fährt halt gar nicht mehr in die Box, aber du hast auf jeden Fall noch ordentlich Abstand zu ihm. Ja, ich hatte gerade über 50 Sekunden. Als ob du so nah an mir dran bist. Ich hatte eine Minute zu ihm. Dachte, du wärst weiter von mir entfernt. Ich habe halt schnellere Reifen als du, ich hole wieder auf. Geh mal weg. Oh Leute, wenn ich Erster werde, habe ich Hamilton überholt. Oh, jetzt muss ich wieder Eriksen überrunden, der ist dann direkt ich Erster. Vor mir. An mir vorbeigeschossen. Leute, ich wäre Erster. Das stimmt, ja. Ich wäre Erster, ich kann es gar nicht glauben, Leute, das ist so krank. Selbst ich hoffe, ohne meine Facecam Schützen ist heute cool. Weil oh, wenn die Facecam cool Junge. Ist, wenn die Facecam cool ist, dann lasse ich die drin. Und dann ist cool, Leute. Dann ist cool. Mit Facecam zum ersten Mal, das wäre echt witzig. Weiß halt nicht, wie es aussieht. Ich sehe wahrscheinlich echt wie so ein Backen aus. Oh Gott. Also das hätte ich nie geglaubt, echt. Ich bin gerade so überwältigt davon, dass das echt passiert ist.
Ja, das ist echt der Hammer. Ich bin mir gar nicht sicher, was danach kommt. Ich glaube, Mexiko, also Mexiko und Brasilien kommen noch, das weiß ich. Und ja, ich glaube, Mexiko kommt, dann Brasilien und dann Abu Dhabi, glaube ich. So müsste es sein. Gott, das sind ja alles. Könnte alles wieder gefährlich werden. Oh, da ist der, gegen den ich heute fahre, Van Dorn. Platz 15, Alter. Ist ja krass. Absolute Gefahr. Ja. Oh Gott, ich bin da voll über. Das war keine Absicht, ihr wisst, was ich meine. Jo, wie er mir wieder keinen Platz macht, ey, das ist unglaublich, ne? Soll ich mir jetzt echt meinen Frontflügel wegen diesem Arsch kaputt machen? Doch so ein Prank ist das. Nimm den jetzt in der Kurve, da kann ich nix. Oh Gott, das sind ungefähr 10, 12 Autos vor mir. Da ist immer so ein ganz, ganz kleiner Abstand dazwischen. Habe ich Boah, ey, alles ist das richtig ätzend. gemacht, würde ich sagen, mit den Boxenstopps. Ja, also es kann sein, dass du da auch noch hinkommst, weil wir haben ja noch 10 Runden. Aber das ist gerade ultra nervig, weil ich muss auf jeden Fall alle überrunden. In 10 Runden. Wahrscheinlich kriege ich das auf jeden Fall hin oder sollte es hinkriegen, sonst holst du natürlich ultra auf. Kannst auch einfach hinter den herfahren. Ja, wow. Ja. Ich fahr einfach mal hinter Platz 14 her. Kann ich Wirst du nix. disqualifiziert werden? Ich überhole die alle ganz fair. War noch ein, zwei an die Box. Einer, okay. Überhole da ganz sauber, weil ich habe immer nur einen zum Überholen. Und dann ist wieder ein bisschen Abstand, so ganz, ganz kleiner Abstand, dann muss ich den nächsten überholen, so. In Reih und Glied haben sie sich quasi hier positioniert. Ist aber nett. Aber das ist halt nervig, dass du jede Runde muss ich quasi einen überholen, roter Frontflügel. Jo. Leck mich doch am Arsch, Alter. Verwarnen und Kollision mit Palmer, leck mich doch am Arsch. Weißt du, was gerade passiert ist? Nee, aber ich hab's im ersten Sektor, das mit konnte man rechnen. Nee, der eine ist langsam geworden, dem sein Auto ist kaputt gegangen. Lol. Und dann hat der gebremst. Also der zwei vor mir ist langsamer geworden. Der direkt vor mir hat gebremst und ich bin ihm hinten drauf gefahren. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich habe gehört, als wäre ein Reifen bei mir geplatzt, ist aber zum Glück nicht. Ich muss an die Box halt jetzt, ne? Dadurch holst du auf. Ja, aber du bleibst Erster, weil ich ja den einen Dreher hatte. Also der eine ist, das ist so lächerlich schon wieder, ne? Hätte die halt ultra sauber überholen können, alle. Dann wird auf einmal einer langsam, weil er wieder Probleme mit dem Motor hat, mit dem Auto hat. Und der andere vor mir bremst ultra und ich habe zu spät reagiert. Junge, die Kurve mit dem roten Frontflügel. What the fuck? Jetzt kann ich alle wieder überrunden, die ich gerade überrundet habe. Naja, Danke kommst du nicht dafür. mehr ran, wenn jetzt. Oder naja. Die sind alle hinter mir. Sind drei, vier Autos hinter mir, die ich gleich wieder überrunden darf. Viel Wie wär's? Spaß. Ich auch. Wehrlein, verpiss dich. Mann, Du bist ey. direkt vor mir. Ja, du überholst mich. Rauskommt was? Ja, Oh klar. lol. Ach doch. Oh lol. Da ist die Kurve ultra eng genommen. Ich werde hier fast drauf fahren. Sorry. Guck mal, jetzt ist er vor mir. Wenn da Du hast nix. rote Reifen. Ja, ich habe jetzt nochmal gewechselt. Bist du auf rot? Ja, wurde mir vorgeschlagen. Strategie. Okay, krass. Habe ich halt direkt angenommen. Ich hätte lila genommen. Weiß nicht, ob ich noch lila habe oder ich habe Ach keine Ahnung. so. Also, ich habe Ja, keine na, Ahnung. wobei. Sie haben es mir einfach vorgeschlagen, habe ich halt angenommen. Ja. Rot ist ja okay, also. Besser als gelb. Fahren wir die Reifen mal ein, dann kann ich noch ganz kurz auf Fett fahren. Dann ist das Rennen ja eigentlich auch schon zu Ende, ne? Basic Shit. Ingeborg.
Ricardo ist jetzt wieder auf 3, ne? Oh ja, stimmt. Kein Force India mehr, sondern Red Bull. Aber ich bin ja auf Platz 1, also macht nichts. Ja, mal gucken, wie lange du auf Platz 1 bist. Oh, Ansage. Ey, du fährst schon ordentlich weg von mir. Wäre auch die schnellste Runde. Was ein Angeber. Ja, da kommt jetzt einer vor dir. Ja, ich weiß. Der Doofe. Den kannst du in der Kurve, oder? Kriegst du ihn in der Kurve? Nee. Der wird mich jetzt im ersten Sektor aufhalten. Ja. Und mich wahrscheinlich auch, weil ich ja doch nahe bin. Ja, du kommst ja gar nicht ran. Im ersten Sektor grad sehe ich. Jetzt bin ich dran. Oh. Ja, nervig, ich weiß. Aber jetzt kannst du ihn kriegen auf der Geraden oder zumindest in der Kurve. Roten Frontflügel. Junge, ich hab die Teile nur fliegen sehen. Ja. Ich war so weit hinter ihm. Gelbe Flagge. Dass ich dachte, okay, das ist ja locker easy, kann ich hinter dem noch bremsen. Okay, ich bin auch direkt hinter ihm, es kann sein, dass ich mir jetzt auch drauf fahre. Oh, Ocon, Force India ist draußen. Also das war, India hat aber auch immer Probleme mit dem Auto. Richtig dumm, ich weiß gar nicht, wie der so stark bremsen konnte. Ich war so weit hinter ihm, ich dachte, okay, locker kann ich noch hinter ihm bremsen, um dann besser raus zu beschleunigen, aber die Kurve gleich, die wird ekelhaft im roten Frontflügel. Ah, du hast sie aber schon gemacht, lol. Ich hatte ihn halt links, da wurde die Kurve halt echt scheiße. Ich hab ihn rechts. Okay. Gut. Dann bin ich doch wieder Erster. Ach man, ich hätte Erster werden können. Nee, ich hätte dich noch eingeholt. Nee. Locker easy. Nee. Hätte ich verteidigt, da kenne ich nichts. Ja, solange du Zweiter bist, ist alles gut, aber wir verhauen uns gerade ein bisschen, ne? Also wir haben jetzt beide einen extra Boxenstopp noch. Und du hast ja auch noch einen mehr, dank deiner Taktik. Und ja. Verlieren dadurch beide ein bisschen Zeit gerade, aber wir haben halt ultra Abstand auf Ricardo. Mercedes hätte uns ja schon eingeholt. Nee. Und ist einer, doch, denke ich schon. Oh fuck. Ja, was? Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, dass ich bremsen muss. Hast du schon wieder einen roten Frontflügel? Nein. Ich bin nur Zeit verloren. Ja, das kennt man. Komm, noch 6 Runden werden wir jetzt nicht verhauen, oder? Das wäre jetzt extrem scheiße. Nee. Was wir gerade hier machen. Ich meine, ich konnte für meinen roten Frontflügel konnte ich fast gar nichts. Ja, ich auch nicht. Weil ich. Der hat auf einmal gebremst, weil der langsam wurde. Der hat einfach Probleme im Motor gehabt und auf einmal bremsen die da alle. Kann ich denn dafür? Was war deine schnellste Runde? 1:40.1. Ah, okay. Bin ich ganz knapp dahinter. Und jetzt habe ich über Runde. Hyat und Van Dorn. Oh, das war meine Taktik, damit ich den nicht überrunden muss. Deswegen bin ich in die Box gegangen. Wieder dieser Tap hier, Alter. Van Dorn. Wer will den? Ich hab 1:40.4. So, Van Dorn überholt. Zack. Jawoll. Ich könnte theoretisch meine Zeit erst mit leichtem Auto, aber ich kann nicht mehr auf Fett fahren. Aber vielleicht leichtes Auto mit Lila. Lila, ja, stimmt. Könnte, Lila kannst du nochmal reinhaseln. Könnte passieren, dass es besser ist als mit auch relativ leichtem Auto und Fett auf Rot. Ja, wenn ich gut schon fahre, dann. Eben, das ist das, worauf es ankommt. Ansonsten bringt dir das leider alles nichts. War mein Benzin natürlich wieder komplett leer. Dass du immer Benzin sagst.
Ja, Benzin, Alter. Ja. So. Oh, crazy. Mann, ey. Lila Sektor, Oh, da ist hey. Palma, dem ich vorhin draufgefahren bin. Bitte bremst nicht nochmal einfach, dass ich dir drauf fahre. Ich hab gerade auch einen lila Sektor, aber wie gesagt, Palma hier direkt vor mir. Aber Sehr den habe gut, ich gekonnt Palmer. überholt. Richtig gut gemacht eigentlich. Muss ich mich selbst loben. Da gibt's doch gleich wieder einen roten Frontflügel bei dir, das sehe ich doch jetzt schon. Es kann sein. Ich habe gerade schon drei, vier Leute überrundet und jetzt sind jetzt drei direkt vor mir hintereinander. Die haben auch keinen Abstand zwischen euch. Also sie sind jetzt direkt hintereinander. Das wird auch crazy. Nächster lila Sektor. Vielleicht fährst du auch nochmal eine Ich bin schnellste. 1,5 Sekunden schneller als meine schnellste gerade. Okay. Also Ich war gerade 7, 0, also 700. Boah, es sind jetzt drei vor mir in dem ersten Sektor. Fickt euch. Alonso habe ich gerade überholt, jetzt habe ich der noch dritte Sektor Magnussen. ist aber gerade bei mir wieder richtig kacke. Magnussen noch hier, wen habe ich noch vor mir? Ich will aber die schnellste Runde, Mami. Hattest du ja gerade. Magnussen ist. Ja, Ah, da holt er sich's gleich. 1,3. Junge, was? Hä? Was denn? Was hast du gerade für eine Runde gefahren? 1,387. Ah, Oh so, ich dachte fuck. schon. Ich habe einen roten Frontflügel. Ach Jetzt hörst Mann, du ich bitte, hör mal wollte doch auf. nicht, dass ich einen roten Frontflügel bekomme. Wieso bekomme ich denn jetzt einen? Hör mal auf, ey. Ich habe jetzt echt Angst, dass du nicht mehr Zweiter wirst. Das ist alles easy. Ich überrunde gar zu viele, ne? Unglaublich. Also ich fahre natürlich schlechte Zeiten, jetzt gehört dir die beste Null, ne? Aber das macht nichts. Box, Box, Box. Junge, ich bin Erster mit Rot, du bist Zweiter mit Lila und der Dritte mit Gelb, das ist auch geil. Ja, ich werde aber gleich auch rot haben. Ja, geil. Ah, geil. Oh shit, 28 Sekunden habe ich nur noch Oh fuck, ich Abstand. muss wieder auf Standard stellen. Ich habe schon Minusbenzin. Hat mir für Überrunden aber geholfen, denke ich. Jetzt habe ich hier schon wieder jemanden. Ey, das gibt's doch nicht. Also nochmal einen Boxstopp darf ich mir nicht leisten. Wird gleich Nee. schon knapp mit Ja, Ricciardo. sag ich doch. Du musst ein bisschen aufpassen. Was machst du denn? Ja, das war Das sind, echt was ist in den letzten 5 Runden unglücklich. und wir haben schon zwei Boxen, drei Boxenstops gehabt. Grosjean, ey, was bist du für. Ich hupe jetzt gleich. Ne? Ja, das war jetzt, also das Ding davor mit dem, das war echt, da war der schuld, dass der so ultra, der hat nämlich gebrake-testet, sag ich euch. Ja. Und jetzt hier war ich natürlich selber schuld, weil ich habe mich halt einfach ganz normal gedreht. Boah, ich habe schon Platz 7 jetzt überholt. Ich überrunde gerade alle wieder. Und ich habe noch DRS von ihm bekommen. Dankeschön. So. Jetzt nochmal die letzten Runden gut fahren. Und dann Ja, ich ist hoffe. Wie easy. viel Abstand hast du auf Ricardo? Weiß ich nicht. Okay, perfekt. Ja, ist quasi. Ich glaube, dann müsste das Auto hinter mir sein. Alter, ist das Okay, kritisch. jetzt wäre ich nach Boxenstopp Platz 5. Oh, ey, bitte mach keinen Scheiß. Es sind nur noch drei Runden. Die wirst du doch wohl jetzt fahren. Ja, das, hallo, das war mein erster Fehler hier gerade. Ja, aber du hattest jetzt schon 5 Boxenstops. 5, 4 oder nicht? Nein. Hä, na klar, hatte ich 4. 5. 4. 5! Hä, warum 5? Jetzt gucken wir uns nachher an, du hast 5. Nein, das war mein vierter gerade. Ich hatte 2 nach Taktik und 2 2. nach, so du hast es 2 nach Taktik. Ich dachte, Ja. du hast 3 nach Taktik. Alter, what the fuck? Nein, du hattest doch 1 nach Taktik und ich 2, oder nicht? 3 nach Taktik, Junge. Ups. Ja, ich hab doch gesagt, dass es 4 sind. Sainz ist vor mir. Piss dich. Die 2-Boxen-Stopp-Strategie war mega gut. Die hat mich auf den ersten Platz gebracht. Bis ich es dann verkackt habe.
Beziehungsweise bis erst erster Break-Test kam. Und dann habe ich es verkackt. Also ich war wirklich gefühlt einen Kilometer von dem noch entfernt und konnte locker hinter dem anbremsen. Aber Junge, wie stark der gebremst hat einfach nur. Das war echt krank. Der wollte dich einfach pranken. Ja. Du bist 7 Sekunden vor Ricardo. Muss ich aber 3 Zeitstrafen, 9 Sekunden habe ich. Echt jetzt? Nein, Spaß, Alter. Ich habe keine einzige. Ja, dachte ich schon. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ich dachte schon, hä, was? Du hast so keine. Junge, du hast ganz so dumm ausgesehen mit der Kamera. Die haben mich prankt, aber ich wusste eigentlich, dass du keine hast. Das hat mich jetzt ultra gewundert. Ich meine, selbst das hättest du rausgefahren. Du hast jetzt wieder 8,5 zu ihm, aber. Crazy. Hätten wir noch ein paar Runden, würde ich dich sogar überrunden. Nee. Ich war schneller als du. Ja, das kann sein. Aber ich bin 1/10 von dir entfernt. Ja, ich weiß. Wegen meinen 2 extra Boxenstopps und den Dreher und so. Das weiß. Hat alles Zeit gekostet. Ich überrunde Eriksen gerade zum zweiten Mal. Ich war ja gerade noch vor dir. Wenn du dich erinnern kannst. Ich weiß, ich kann mich erinnern. Du warst gut. Sehr gut. Bis auf, dass du dann eben Pech hattest, Unglück. Und dann war ich schlecht. Einmal ein großes Unglück und dann war ich schlecht. Aber dafür habe ich die schnellste Runde. Ja, das stimmt. Man muss ja Opfer machen. Ne? Ja, eben. Oh, Leute. Stell mal vor, es gibt so eine Start-Ziel gerade, wo der Punkt, worüber man fahren muss, quasi, um eine Runde gemacht zu haben, im Bremspunkt, also hinterm Bremspunkt schon liegt. Und das heißt, wenn du es riskieren willst, die schnellste Runde zu bekommen, bremst du ja, einfach wow. Nicht, setzt dafür aber dein Auto gegen die Wand. Wenn es so eine Rennstrecke geben würde, das wäre so ultra lustig. Das wäre wirklich lustig. Wer später bremst, also das ist halt wirklich so, wer bremst, verliert. Das ist auch im Qualifying, ja. Wer halt später stimmt, bremst. Im Qualifying würde ich das machen. Oh. Da ist doch scheiß auf dein Auto im Qualifying, Alter. Ich würde das so hart feiern, wenn es so eine Strecke geben würde. Einfach reinballern. Haben wir nix, Alter. Oh shit. Mach ich grad. Ich fahr grad ultra kacke. Aber ist letzte Runde, ne? Bei mir. Bei dir jetzt auch gleich. Ja, bei mir auch gleich. Also die Runde habe ich grad ultra schlecht gefahren bisher. Aber macht ja nichts, ne? Sollte trotzdem erster Platz sein und dann soll ich vor Hamilton sein. Ne, 1:10 hole ich noch auf in einer Runde. Ja. Es kann natürlich sein, dass ich gegen die Wand fahre und mein Auto dann kaputt ist. Benzin reicht bei mir, doch, reicht aus. Benzin, stell mal auf Fett. Dein Benzin reicht noch. Aber wie du dich die ganze Zeit darüber beschwerst. Benzin ist sogar noch bei plus 0,20. Ja, ich stelle nochmal auf Fett hier. Allah, meins ist auch bei 0,19. Ja, musst auch nochmal auf Fett stellen. Nee. Ich mach's. War gerade bei Minus und jetzt ist wieder bei Plus, lol. Alter. Das ist crazy. Leute! Da wäre ich fast nur rausgeflogen. Karierte Flagge. Jawoll, wir haben es geschafft. Yes, wir sind vor Hamilton. Mega geil. Das ist geil, echt. Das hätte ich nie erwartet, dass ich das jetzt schon schaffe. Okay, dann mach ich nochmal ein paar Pictures bei dir. Ist auch geil. Oh, Leute. Du bist Zweiter, das ist auch ultra gut. Und, Ich könnte jetzt noch einen Boxenstopp machen. Dann wäre ich wieder Zweiter. Hab's wieder rausgefahren. Wow. Ich könnte jetzt einfach statt über Startziel zu fahren, einfach in die Boxengasse fahren. Junge, wäre das. Alter. Das wäre witzig. Mach mal.
Nee, das riskiere ich nicht. Dann nennst du den Titel über Boxengasse. Unsportliche. Das wäre echt unsportlich. Ja, wär's. So kennt man dich. Kein Problem, Leute. Ha! Das freut mich mega grad. Kommst du doch nochmal hinter ihn? Aber das ist der Doppelsieg, Leute. Doppelsieg hier am Start. Erster und zweiter. Ah, easy. Mega geil. Nichts leichter als das. Jetzt bin ich gespannt auf Konstrukteur, wie viel noch fehlt. So ungefähr 80 müssen noch fehlen. Wenn das jetzt noch dreimal passiert. Hatten wir das schon mal? Super. Kein Mercedes auf dem Treppchen. Oh, das stimmt, ja, das ist schon geil. Red Bull kann sich auch mal darüber freuen. Weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt aber reicht. Ihr könnt das gerne auch mal in den Kommentaren nachrechnen, einfach mal nachrechnen und reinschreiben. Es kann ja sein, dass wir, wenn wir jetzt immer Erster, Zweiter bleiben. Nee, das glaube ich nicht. Dass wir trotzdem, obwohl. Nee, 80 Mercedes. Punkte oder so schaffen das. Jawohl, ich bin Erster. Ich habe Hamilton aufgeholt. Er ist 8 Punkte hinter mir. Aber dass Ricciardo und Verstappen 3 und 4 geworden sind, ist richtig doof. Sind nur die beiden Mercedes ausgeschieden? Das wäre. Nee, Ocon auch. Wir haben 78 Punkte in der Konstrukteur. Oh, das ist echt doof, dass die beiden jetzt Platz 3 und 4 geworden sind. Ja, für dich ist es echt blöd, ja. 20 Punkte Abstand auf Verstappen. Das kriegst du trotzdem hin, denke ich. Und 12 auf Ricardo. Das geht noch. Also wenn ich immer Zeuler werde und die schon, ja. 20 Punkte, komm, das kannst du machen. Ah, das kriegen wir hin. Ich muss auf 1 bleiben. 78. Wäre perfekt. Wenn ich auf 1 bleiben würde, wäre das perfekt. 78. Tja, dann müsste man jetzt mal rechnen. Ja, wie gesagt, könnt ihr in den Kommentaren machen. Wir machen es vielleicht auch bis zur nächsten Folge. Vielleicht hat es ja schon mal jemand reingeschrieben. Gut, ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Und wie gesagt, vielleicht die Facecam bei mir. Ich hoffe es einfach mal, dass es cool war. Ja, dann haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.